Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Lesung, heute aus dem Buch Ein neues Licht auf das Evangelium. Kann man das überhaupt lesen? Es kommt gerade so Sonne rein. Ein neues Licht auf das Evangelium. Ja, es geht in dieser Folge heute darum, dass man jung bleiben soll. Also das Herz soll jung bleiben und der Intellekt, der darf alt und weise werden. Aber es sollte nicht umgekehrt sein. Denn wenn das Herz alt wird und man grimmisch und trübselig wird und wenn der Intellekt aber so bleibt wie ein Kind, dann sind Katastrophen vorprogrammiert. Jetzt kommt eine Motivationsrede, so zu sein oder so zu werden wie die Kinder. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Ein neues Licht auf das Evangelium. Omram Michael Ivanov. Rei Isfor, Band 217. Kapitel 2. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Zitat 1. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Zitat 2. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Während ich vorlas, habt ihr euch sicher gewundert, warum ich gerade diese Stellen ausgewählt habe. Seit 2000 Jahren haben die Prediger wiederholt, man solle wie die Kinder werden. Leider ist niemand daraus schlauer geworden. Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn ich euch diese wenigen Zeilen im Licht der Esoterik erkläre, werdet ihr sehen, was für ein tiefgründiger Gehalt in ihnen verborgen liegt. Ruft man sich die Kindheit vor Augen, so kann man nicht umhin, auch an das Alter zu denken, denn beide sind miteinander verbunden. Kinder fühlen sich von alten Menschen angezogen und umgekehrt haben Greise Kinder sehr gern. Das Leben gleicht einem Kreis, dessen Anfang die Kindheit und dessen Ende das Greisenalter ist. Die beiden äußersten Punkte berühren sich. Steht man aber einem Kind oder einem Alten gegenüber, so empfindet man dennoch nicht dasselbe. Das Kind möchte man gleich umarmen, streicheln, auf dem Arm tragen oder es auf den Knien hüpfen lassen. Den Greis jedoch nicht. Warum? Ihr werdet antworten, das sei deshalb, weil das Kind leichter ist. Nein, das ist nicht der einzige Grund. Das Kind kommt mit geschlossenen Fäusten auf die Welt. Der Greis hingegen stirbt mit offenen Händen. Das Kind mit seinen geschlossenen Fäusten will damit sagen, ich traue meinen eigenen Kräften, ich will etwas tun und die ganze Welt besiegen. Während der Greis, der sein Leben vergeudet hat, auf der Suche nach dem unerreichbaren Glück, sagt, ich habe geglaubt, dass ich vieles erreichen würde und habe alles verloren, welch eine Enttäuschung. Er hat nichts festhalten können, also öffnet er die Hände. So viele sind am Ende ihres Lebens enttäuscht. Trotz ihres hohen Alters haben sie nichts erworben, nichts gelernt. Es ist tatsächlich sehr schwer, ein wahrer Greis zu werden, so schwer, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Im Himmel sind schon 24 Älteste, es ist dort also kein Platz für noch mehr. In der Offenbarung des Johannes heißt es, ich sah 24 Throne und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Die 24 Ältesten sind sehr hoch entwickelte Geister. Sie bilden einen Rat, der das Schicksal der Menschen bestimmt. Wie könnten wir es wagen, für diesen Rat zu kandidieren?
Ihr seht also, da man im Paradies nicht mehr als Ältester bzw. als Greis um Einlass bitten kann, muss man dort als Kind eintreten. In diesem Fall steht die Tür offen, alle Kinder werden aufgenommen. Das Paradies ist von Kindern bevölkert, während es an Ältesten nur 24 gibt. Ihr glaubt mir nicht? Doch, so ist es. Schon die bloße Tatsache, dass alle Greise wieder auf die Erde hinuntergeschickt werden, um sich zu reinkarnieren, ist wohl ein Beweis, dass man sie nicht im Paradies behalten will. Jemand sagt, mein Vater ist im Himmel an der Seite Gottes. In Wirklichkeit ist er schon in einer Familie als kleines Baby reinkarniert. Warum ist er wieder auf die Erde heruntergekommen? Um Liebe und Weisheit zu lernen. Die in diesen beiden Symbolen, Kind und Greis, verborgen liegen. Das Kind und der Greis stellen zwei Tugenden dar, die wir im Laufe unseres Daseins entwickeln lernen müssen. Das Kind veranschaulicht die Liebe, die in Fülle Kräfte und Energien bringt. Es will alles sehen, alles anfassen. Es will handeln und jede Möglichkeit aufgreifen, die ihm das Leben bietet. Der Greis stellt die Weisheit dar, die alles beobachtet, analysiert und Schlussfolgerungen daraus zieht. Liebe und Weisheit müssen jedoch eine Einheit bilden. Denn heutzutage beobachtet man überall die Tendenz, den Intellekt so stark zu fördern, dass es dem Herzen zum Nachteil gerät. Die Menschen werden kritisch und intolerant, sie verhalten sich wie mürrische Greise. Das ist jedoch keine Weisheit. Nun beobachtet einmal die Kinder, wenn sie laufen lernen. Sie fallen hin, stehen wieder auf, fallen wieder hin und stehen wieder auf, bis es ihnen gelingt, aufrecht zu stehen. Beobachtet aber, wie es hingegen ein Greis macht. Wenn ihm etwas misslingt, sagt er, jetzt ist es vorbei, ein zweites Mal versuche ich es nicht. Wenn er hinfällt, wartet er, bis jemand kommt und ihn wieder auf die Beine stellt. Man eilt ihm zu Hilfe, aber um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Was bedeutet das? Ist ein Mensch in seinem Charakter, seiner Seele, seinem Denken schon alt, dann rafft er sich nicht mehr auf, wenn er einmal hingefallen ist. Er sagt, sollen doch die anderen aufstehen und aktiv werden, mein Leben geht zu Ende. Nein, er soll es, wenn nötig, viele tausend Mal versuchen. Auf jeden Fall muss er wieder aufstehen, um weiterzugehen, sonst wird er auch nicht lernen, im Reich Gottes drei Schritte aneinander zu setzen. Beobachtet die Kinder noch einmal. Schenkt ihnen etwas. Ein Bonbon, einen Kieselstein oder ein Insekt. Und sie freuen sich darüber. Die Greise jedoch sind mit nichts zufriedenzustellen. Sie finden immer irgendeinen Grund zum Klagen und Schimpfen. Deshalb werden sie nicht ins Reich Gottes gelangen. Denn das Himmelreich ist ein Bewusstseinszustand, der auf geistiger Beweglichkeit und Freude beruht. Gelingt es ihnen also nicht, im Laufe dieses Daseins ins Reich Gottes Eingang zu finden, wie viel weniger wird es ihnen dann gelingen, wenn sie sich in der jenseitigen Welt befinden? Schon von jetzt an verweigert man ihnen den Eintritt. Missversteht mich nicht. Wenn ich auf diese Weise von den Greisen rede, meine ich damit nicht nur das Alter. Denn es gibt Jugendliche, die mit 16 Jahren innerlich schon ausgesprochene Greise sind, trüb, blasiert, überdrüssig. Nichts interessiert sie, keine Tätigkeit zieht sie an. Sie sind zu keinem Elan, keinem Staunen, keiner Begeisterung fähig. Dagegen gibt es Greise, die ein junges, volles und unerschöpfliches Herz haben. Man möchte sie umarmen, so strahlend froh und voller Wonne sind sie. Ja, man möchte sie umarmen, trotz ihres Alters. Man möchte sie an die Brust drücken, weil sie wahre Kinder geblieben sind. Kinder sind sorglos, sie leben in den Tag hinein, aber Greise machen sich ständig Sorgen um die Zukunft, die in ihren Augen immer voller Unwägbarkeiten wie Krankheit, Elend, Einsamkeit und so weiter steckt. Leider lehrt uns die Kultur unserer Zeit, zu Greisen zu werden. Anscheinend ist es nicht klug, wie Kinder zu sein. Jemanden so zu behandeln, als wäre er ein Kind, ist die größte Beleidigung, die man ihm zufügen kann. Um der öffentlichen Meinung Genüge zu tun, muss man aussehen wie jemand, der voller Sorgen und Probleme steckt. Wenn ein Erwachsener einfach, froh, unbefangen und aufgeschlossen ist, traut man ihm weder Weisheit noch Tiefgründigkeit zu.
Der Mensch geht zugrunde mit so einer Philosophie, die immer stärker die guten Impulse seiner Natur abtötet. Deshalb bemüht euch, so zu werden wie Kinder, mit einem lebendigen, liebenden Herzen, das an allem interessiert ist, schnell verzeiht, sich an den kleinsten Dingen erfreut, Beleidigungen, Traurigkeit und Rückfälle schnell vergisst. Mit einem Herzen, das nicht verkrustet und erkaltet, das lieben und die ganze Welt umarmen will. Solange euer Herz Wärme bewahrt, könnt ihr dem Alter nicht anheimfallen. Kinder sind voller Selbstvertrauen. Sie halten sich für fähig, mit den Erwachsenen zu kämpfen, sie niederzuzwingen, stärker zu sein als diese und sie besiegen zu können. Wenn sie es versuchen, gelingt es ihnen nicht, doch sie glauben weiter daran. Sie glauben auch alles, was man ihnen erzählt, selbst die unglaublichsten Geschichten. Die Greise hingegen glauben euch nicht, selbst wenn ihr ihnen die Wahrheit sagt. Sie sind argwöhnisch und sagen, wie oft habe ich das erlebt, mein Kind, jetzt bin ich nicht mehr so dumm, so etwas zu glauben. Ich lasse mich nicht mehr reinlegen. Eigentlich ist es leicht, sie reinzulegen, denn oft ist ihr Blick schon etwas getrübt. Manche stellen die Frage, warum sind sie manchmal so heiter wie ein Kind? Einfach, weil mir damit wohler zumute ist. Natürlich werde ich weniger respektiert, aber das ist mir egal. Warum wollen die Menschen immer geschätzt und respektiert werden? Die Greise werden geschätzt und respektiert, aber nicht geliebt. Ein Berg ist etwas Großes, das man bewundert, man tritt jedoch darauf. Eine kleine Perle dagegen möchte man immer bei sich tragen. Wer unter euch empfindet Ehrfurcht vor Kindern und verbeugt sich vor ihnen? Man streichelt sie, gibt ihnen manchmal eine Ohrfeige, aber man liebt sie. Dieser Liebe zu ihnen entströmt eine Wärme, während Ehrfurcht oft Kälte beinhaltet. Alle prominenten Persönlichkeiten, Greise, Wissenschaftler und so weiter werden verehrt, doch nur selten geliebt. Man verneigt sich tief vor einem berühmten Alten, grüßt ihn voller Ehrfurcht, doch man versucht auch, sich bald wieder zu entfernen. Wer immer vor anderen respektiert werden möchte, verliert deren Liebe. Derjenige aber, der weiterhin wie ein Kind bleiben möchte, wird vielleicht nicht respektiert, aber von jedem geliebt. Wenn ihr von den anderen nur Respekt erwartet, werdet ihr euch eines Tages sehr einsam fühlen und sagen, wenn ich auf der Straße an den Menschen vorbeigehe, grüßen mich alle ehrfurchtsvoll. Ich fühle mich aber einsam, niemand bringt mir etwas Wärme entgegen. Respekt kann nie unser Herz ausfüllen. Nur Liebe macht uns glücklich. Wer zufrieden und erfüllt sein möchte, sollte die Liebe vorziehen, also einem Kind gleich werden. Was wir besitzen sollten, sind Liebe und Weisheit. Die Liebe im Herzen und die Weisheit im Intellekt. Das Herz soll ewig jung bleiben und der Intellekt immer sehr alt sein. Wenn aber umgekehrt das Herz alt wird und der Intellekt zu jung bleibt, führt dies zur Katastrophe. Wer ständig unzufrieden, traurig und enttäuscht, argwöhnisch und beunruhigt ist, trägt in sich das Herz eines Greises. Er liebt nicht, interessiert sich für nichts und kommt nicht vorwärts. Übrigens ist der Intellekt eines solchen Menschen meistens im kindlichen Zustand geblieben. Kindheit und hohes Alter sind an sich nichts Schlechtes, vorausgesetzt man weiß, was jung und was alt bleiben muss. Manchmal trifft man prominente Wissenschaftler oder hohe Gelehrte, die in ihrem Herzen erstaunlich jung geblieben sind. Das ist das Ideale. Das ist Vollkommenheit. Leider gibt es das sehr selten. Ich bin unheimlich froh, zwei kleine Kinder zu Hause zu haben, von denen ich jeden Tag was lernen kann, mir was abschauen kann und an etwas zurückerinnert werden kann. Kinder sind in diesem Leben sehr, sehr gute Lehrer für uns. Schreibt gerne was dazu in die Kommentare, teilt mal eure Gedanken. Ich wünsche euch was. Tschüss, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Alles Liebe. Eure Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.